Moin, hier ist der Christoph vom Kanal Schnorres58 und ich sitze hier gerade ein bisschen bei der Messerfliege und schärfe gerade meine Messer, die ich so turnusmäßig mit im Wald habe. Und da mache ich mir so meine Gedanken, muss es eigentlich ein teures Hightech mit Hightech-Stahl-Messer sein, das man im Wald benutzt? Oder kann es auch sowas Einfaches sein wie ein Mora? Sowas hier? Oder muss es so ein teures Messer sein? Oder sowas in der Art hier? Schneiden tun sie alle. Und stabil sind sie auch alle. Aber was es mir jetzt heute geht, da läuft ja eine Tagging-Runde und zwar soll man drei Kanäle taggen. Und ich wurde getaggt vom Gia Schlossmühle. Wer den Kanal noch nicht kennt, kann mal reingucken. Das ist wirklich ein klasse Kanal. Jo, und ich wurde gebeten, die Tagging-Runde fortzuführen. Also habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal hier gerade sitze, dann kann ich das auch in Verbindung machen mit meiner Pflege hier. Und dann hätte ich mal den ersten Kanal, das wäre der EDC Kneifs. Noch ein relativ junger Kanal, kleiner Kanal, hat glaube ich erst um die 12 sowas Abonnenten. Und der stellt Messer vor, gute Messer. Guckt mal bei ihm rein, hat bestimmt ein Abo verdient. Ich werde natürlich die hier genannten Kanäle unter dem Video verlinken in der Beschreibung. Guckt mal bei ihnen rein. Der zweite Kanal wäre The Swiss Knife Guy. Auch ein schöner Kanal. Einfach mal reingucken, Abo dalassen. Die Jungs freuen sich da bestimmt. Und meiner Meinung nach, wer Videos hochlädt, hat sowieso ein Abo verdient. Allein durch die Arbeit, die er sich macht. Ich rede jetzt nicht von mir, ich sabbel da einfach sowas zusammen. Und die geben sich auch richtig Mühe. Und der dritte Kanal wäre auch ein kleiner Kanal, was heißt klein, ein junger Kanal. Und zwar ist das der Kanal Raphael. Der stellt auch Gear vor, Messer, alles so, was ihm so in den Sinn kommt. Finde ich gut. Einfach mal reinschauen, wenn es euch gefällt, ein Abo dalassen. Jo, und ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter meine Messer pflegen. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Und jo. Aber jetzt mal, was haltet ihr davon? Teure Messer, große Messer? Ich habe jetzt hier mal meine kleinsten liegen. Ich habe auch große, wie K9 und solche Sachen. Wie haltet ihr das? Teure Messer zum Buschkraften oder im Wald zum Schnitzen? Ich bin da kein Buschkrafter, ich bin da der Edelwanderer. Teure Messer oder eher ein Mora oder was halt so auf dem Markt ist an günstigen Messern? Wobei ich ja ein Mora-Fan bin, ein Verfechter der Mora-Messer. Mein erstes habe ich, glaube ich, vor, wann war das, 85 sowas gekauft. Ich habe es leider nicht mehr, aber ich war damals schon begeistert. Und jo, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so haltet. Teure Messer zum Buschkraften oder
eher günstig, große Messer oder nehmt ihr lieber noch einen Beil mit? Das würde mich schon mal interessieren, weil ich komme von den großen Messern ganz weg. 10, 12 Zentimeter reicht da dicke aus, in meinen Augen, um ein brauchbares Messer zu haben, und es muss nicht unbedingt 500 € kosten. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen, ne? Ein bisschen Messerpflege und ein bisschen Gesappel. Und guckt mal bei den gedeckten Kanälen rein. Jo, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Bis denne. Tschüss.